Guten Tag, meine Damen und Herren. Wie schon angekündigt, vielen Dank, werden wir gemeinsam ein paar Aspekte dieser Studie Ihnen vorstellen. Vieles werden Sie kennen, weil wir einzelne Städte, die auch hier vertreten sind, besucht haben und nach den Erfahrungen im Umgang mit der alternden Bevölkerung gefragt haben, um versuchen, ob es da Muster gibt, ob es da schlaue Beispiele gibt, ob es da Vorbilder gibt, die andere vielleicht imitieren sollten. Unser Leben verändert sich oder hat sich verändert, wird sich in Zukunft deutlich verändern durch den demografischen Wandel. Und normalerweise ist dann jetzt, geht die Klammer auf und dann kommen viele schwierige, halbkatastrophale Meldungen, dass das alles nicht finanzierbar ist, dass die vielen alten Menschen uns zur Last fallen, so ungefähr, und immer weniger Nachwuchs kommt. Das ist alles irgendwie zum Teil richtig, aber der demografische Wandel hält ja eigentlich sehr gute Nachrichten bereit. Denn das Älterwerden, was wir ja alle so erleben und so mittendrin sind, so in, wenn ich so das Durchschnittsalter hier anschaue, bedeutet ja, dass wir älter werden in einem anderen Zustand, als es die Generationen vor uns getan werden. Wir leben nicht nur deutlich länger, also ungefähr 30 Jahre länger als noch zu Ende des 19. Jahrhunderts. Pro Tag gewinnen wir im Moment 6 Stunden Lebenserwartung hinzu. Also jeden Morgen, an dem Sie aufwachen, haben Sie 6 Stunden Lebenserwartung hinzugewonnen. Das müssen Sie immer jeden Morgen, auch wenn Sie müde sind, dran denken, 6 Stunden dazu. Vielleicht sind Sie deswegen so müde, weil Sie dann immer 30 Stunden am Tag machen müssen. Aber das ist morgen, übermorgen, jeden Tag wieder 6 Stunden. Das ist unvorstellbar, aber es ist wahr. Und das bedeutet, dass wir eben nicht nur älter werden, sondern doch auch wesentlich fitter und gesünder älter werden, sonst würden wir ja das hohe Alter gar nicht erreichen. Und wir sind auch besser qualifiziert, besser gebildet als die Generationen vor uns und uns geht es besser. Also auch finanziell stehen wir besser da. Also wo ist jetzt beim Altwerden erstmal der große Grund zum Klagen? Auf individueller Ebene gibt es den sicher nicht. Und das bedeutet, dass wir heute deutlich mehr aus unserem Leben machen können, im wahrsten Sinne des Wortes, und dass wir uns von alten Zwängen lösen können. Und diese alten Zwänge sehen Sie, oh, das war die erste Folie, die alten Zwänge sehen Sie hier. So haben unsere Eltern oder vor allem auch die Großeltern gelebt. Ganz starre 3 Lebensphasen, Ausbildungsphase, Arbeitsphase und Ruhestand. Und der Ruhestand war dann ebenso wirklich Ruhestand. Dann hatte man mit der Arbeit nichts mehr zu tun und hat da auch nicht mehr dran gedacht. Und man war froh, wenn man irgendwie versorgt wurde. Und je nachdem, wie die Menschen drauf waren, war diese Phase länger oder kürzer. Manchmal, für manche gab es die auch gar nicht früher, weil eben mit dem Ende der Erwerbsphase oder noch in der Erwerbsphase das Leben irgendwann zu Ende war. Und wenn ich jetzt mal so rumfragen würde, wer will denn heute so alt werden wie seine Großeltern? Hände heben. Oder wollen Sie das anders machen? Also einige wollen, die haben offenbar sehr gute Erfahrungen oder gute Vorbilder gehabt, aber die meisten würden doch denken, da ist mehr drin. Und deswegen sieht das heute eher so aus mit unserem Leben, also ist im wahrsten Sinne des Wortes bunter geworden. Das heißt, einmal, was das Lernen anbelangt, das Lernen spielt sich natürlich zwangsläufig heute nicht nur in der Schul- und Ausbildungsphase ab, sondern wir müssen während des ganzen Erwerbslebens dazulernen, weil das, was wir in der Ausbildung mal gelernt haben, das reicht heute schlicht und einfach nicht mehr. Und durch das viele Lernen merken wir natürlich auch, dass wir im Wesentlichen was für uns tun, dass wir in unserem Kopf was Neues dazu packen, dass wir neue Horizonte eröffnen, dass wir vielleicht auch mal einen anderen Beruf ergreifen. Diese ganz glatten Erwerbsbiografien gibt es ja auch immer weniger. Wir lassen uns umschulen und wir haben sogar in den höheren Altersjahren so eine Art sinnloses Lernen in unser Leben hineingepackt, weil das gar nicht mehr so berufsrelevant ist. Also wenn Menschen im Rentenalter plötzlich an die Uni gehen und Architektur studieren, dann wollen sie ja möglicherweise nicht als Architekt arbeiten. Aber sie tun das, um sich selber nochmal neue Perspektiven zu eröffnen und dadurch erleichtern wir uns das Altwerden. Also solange wir dieses Gehirn hier oben nutzen, in welcher Form auch immer, können wir davon ausgehen, dass das Altwerden deutlich angenehmer ist und vermutlich auch länger währt. Auch
das Arbeiten ist anders geworden, weil wir eben zwischendrin uns da Pausen gönnen können. Wir können Sabbatical machen, wir können ein Auslandsjahr machen. Manche Menschen pausieren, wenn Kinder da sind, mal ein halbes Jahr. Und zwar mittlerweile sowohl Frauen wie auch Männer. Manchmal ist für Pflege eine Pause notwendig. Aber dafür können wir eben dieses Arbeiten dann auch in die Phase, die eigentlich für den Ruhestand reserviert war, hineinnehmen. Von den Menschen zwischen 65 und 69 Jahren, die eigentlich im sogenannten Rentenalter längst angekommen sind, sind in Deutschland fast 25% erwerbstätig. Also die arbeiten, obwohl sie es gar nicht müssten. Und nur 4% von diesen Menschen tun das, weil sie es aus finanziellen Gründen tun müssen. 96% tun das, weil sie Spaß dran haben, weil sie den Kontakt zu Kollegen wollen, zu anderen Leuten, weil sie auch Wissen weitergeben wollen. Das heißt, wir sind mittlerweile so gut qualifiziert, dass wir nicht plötzlich mit 65 aufhören können und sagen, das, was ich jetzt 40 Jahre im Berufsleben mir da angeeignet habe, das will ich jetzt nicht mehr gebrauchen. Das ist unnatürlich und die Menschen wehren sich im positiven Sinne dagegen, indem sie einfach weiter arbeiten. 39%, also 25% in dieser Altersgruppe bis 70 arbeiten noch und 39% können sich vorstellen, das zu tun. Also noch mehr würden das vielleicht gerne tun. Und 60% dieser Personen in dieser Altersgruppe sind irgendwie, können sich zumindest vorstellen, sich zu engagieren für die Gesellschaft, also irgendwelche ehrenamtlichen Posten zu übernehmen. Und das ist die Alterung, auf die sich die Kommunen einstellen müssen. Also das alte Bild, wir machen hier mal einen Seniorenabend und da gibt es Kaffee und Kuchen und irgendwann gehen die wieder nach Hause, das ist überhaupt nicht mehr zeitgemäß, weil sie mit anspruchsvolleren Älteren in ihren Kommunen zu tun haben. Und die müssen sie auf diese Art und Weise mit höheren Angeboten einerseits bespaßen, aber sie können andererseits auch sehr viel von denen haben, wenn sie sich zum Beispiel mit den Älteren, die sich engagieren wollen, zusammentun und dann dieses Engagement leiten, um eben viele Aufgaben, die in der Kommune, in dem Gemeinwesen notwendig sind, dann auch erledigen zu können. Und dieses Neuorganisieren des Lebens führt dazu, dass diese seltsamen Pyramiden ein wenig von ihrem Bedrohungspotenzial verlieren. Wir dürfen nicht vergessen, und das ist auch die Aufgabe oder auch die Problematik in den Kommunen, dass der obere Teil natürlich immer größer wird über die Jahre. Also die Menschen, die jenseits des Erwerbslebens, und hier sind wir selbst bei einer Rente mit 67 hier oben schon, also dass der große Teil da oben, der wird schlicht und einfach größer. Und wir haben im Jahr 2050 ein Siebtel der Bevölkerung, 15%, in einem Alter von über 80 Jahren. Und das ist jetzt nicht ein Alter, wo man wirklich noch alles reißen kann, sondern da fängt dann auch eine gewisse Pflegebedürftigkeit, eine gewisse Abhängigkeit an. Und das findet alles in den Kommunen statt. Also ist es auch eine kommunale Aufgabe, sich um diese Menschen im besten Sinne zu kümmern. Und die Kommunen werden auch merken, dass jetzt hier, wenn die Babyboomer langsam ins Rentenalter kommen, dass im Jahr 2030, wenn so der Höhepunkt der Verrentung der Babyboomer gekommen ist, dass jeder Jahrgang dann, der ins Rentenalter hineinwächst, doppelt so groß ist wie der Jahrgang, der ins Erwerbsleben hineinwächst. Das heißt, die Unternehmen in ihren Kommunen werden doch immer stärker auf die Suche nach qualifizierten Mitarbeitern gehen müssen. Und die Kommunen auch, weil die Kommunen brauchen ja auch Mitarbeiter und sie brauchen auch ab und zu neue Menschen, die sie einstellen können. Und sie stehen da in dem Wettbewerb natürlich mit der Privatwirtschaft, die im Zweifel auch besser bezahlen kann und auf irgendeine Art und Weise attraktive Jobs bietet. Also auch das ist eine Aufgabe, die auf die Kommunen in diesem ganzen Prozess zukommt. Also es ist bei allem, was hier positiv hier oben zu sehen ist, in den Potenzialen, die in diesen Menschen über 65, über 67 stecken, gibt es natürlich auch noch diese ganzen Probleme und Herausforderungen, die der demografische Wandel mit sich bringt. Wenn man sich jetzt überlegt, und das haben wir in der Studie natürlich auch getan, wie müssen sich die Kommunen da einstellen? Welchen Handlungskatalog kann man denen da bieten, dass sie das vielleicht von 1 bis 10 abarbeiten und dann sind sie altersfreundlich? Das muss man gleich am Anfang sagen, es gibt da keine Blaupause für diese Anpassung an den demografischen Wandel, weil die Aufgaben in den Kommunen extrem unterschiedlich sind. Und Sie sehen das alleine auf dieser Karte, das ist die Bevölkerungsentwicklung in Deutschland, jetzt über einen 5-Jahres-Zeitraum. Und blau heißt Bevölkerungsrückgang,
und Sie sehen viel Blau, und Rot ist Bevölkerungswachstum. Das heißt, in einer Phase, wo insgesamt in Deutschland die Bevölkerung schon rückläufig war, also wo wir weniger geworden sind, gibt es immer noch Regionen, Berlin, Hamburg, die, gerade die Zentren, die wirtschaftsstarken Regionen, die Bevölkerungswachstum haben, zum Teil sogar relativ starkes Bevölkerungswachstum haben. Hamburg hat sich das vor Jahren schon zum Ziel gesetzt und die haben einfach in einer Zeit, als alle von Schrumpfen sprachen, gesagt, wir sind eine wachsende Stadt. Wir definieren uns als wachsende Stadt. Und das sind sie auch geworden. Aber das, was die hier an Wachstum generieren können in Hamburg, das schaffen sie ja nicht aus eigener Kraft. In Hamburg sind die Kinderzahlen genauso niedrig wie anderswo auch. Das heißt, das tun sie in Anführungsstrichen zu Lasten anderer Regionen. Sie sind so attraktiv und werben anderswo junge Menschen, vor allem junge Menschen ab. Und deswegen tut man sich in Hamburg immer relativ schwer, über diese deutschlandweiten Herausforderungen des demografischen Wandels zu sprechen, weil die sagen, wo ist er? Der Wandel, ne? Hamburg bleibt jung, weil Hamburg dauernd junge Menschen über die Universitäten, über Arbeitsplätze anlocken kann. Junge Menschen gründen auch Familien. Dadurch ist hier der Nachwuchs weiter verbreitet als in den notorischen Abwanderungsgebieten. Und die sehen sie vor allem dort, wo es blau oder dunkelblau ist. Und in den dunkelblauen Bereich haben sie beide Gründe, die für einen Bevölkerungsrückgang wirksam werden können, nämlich einen Sterbeüberschuss, also mehr Menschen sterben im gleichen Zeitraum, als geboren werden. Das findet überall in den dunkelblauen Gebieten statt. Und sie haben einen negativen Wanderungssaldo. Also es wandern mehr weg, als hinzuwandern. Das ist über die Hälfte Deutschlands. Das sind vor allem die entlegenen ländlichen Gebiete. Aber in diesen ländlichen Gebieten gibt es auch viele Städte. Also viele Kommunen, die jetzt hier in dieser Untersuchung betrachtet worden sind, die mehr als 50.000 Einwohner haben, liegen in Regionen, wo die ganze Region schrumpft. Da schrumpft das ländliche Gebiet immer stärker als die Zentren, die kleinen und mittleren Zentren. Aber eben auch diese Zentren haben zum Teil ganz erheblich Bevölkerung verloren. Das war lange, dachte man, das ist vor allem Phänomen der neuen Bundesländer. Aber Sie sehen, dunkelblau gibt es auch in Hessen, in Mittelhessen, in Nordhessen, in der Südwestpfalz, in der Eifel, überall entlang der ehemals deutsch-deutschen Grenze, in Nordrhein-Westfalen, in Niedersachsen, Schleswig-Holstein. Also in fast allen Bundesländern gibt es eben diese Probleme, die auch durch das Schrumpfen der Bevölkerung zustande kommen. Und deswegen haben wir eben ganz andere Bedingungen in Hamburg, in Berlin, in München im Vergleich zu Städten wie Dessau oder Bottrop oder hier auch der Kreis, jedenfalls Dithmarschen, selbst in Schleswig-Holstein, nicht sehr weit weg von hier. Also Autodistanz 30 Minuten von Hamburg weg, ist man schon in einer Region, wo das Schrumpfen doch ganz manifest ist. Generell kann man sagen, dass die wachsenden Kommunen tendenziell jung sind, nachvollziehbar, weil wer zuzieht, ist im Allgemeinen jung. Die älteren Menschen sind weniger mobil. Die haben ja auch nicht den Anreiz oder die Notwendigkeit, wegen eines Arbeitsplatzes irgendwo hinzuziehen. Die schrumpfenden Regionen sind eher alt. Und deswegen haben wir hier auf der rechten Seite nach rechts ist Zuwachs, also Bevölkerungswachstum. Und da haben wir dann die typischen Speckgürtelkommunen, Teltow bei Berlin, Aschheim bei München. Die Speckgürtelregionen, die wachsen am stärksten und haben dann eben aus demografischen Gründen auch die Herausforderung, immer noch zuzubauen, Schulen zu bauen, die dann aber vielleicht auch nur noch 10 Jahre gebraucht werden. Und die ganze Infrastruktur eben für junge Familien zu liefern. Und auf der anderen Seite die ganz stark durch den Strukturwandel geprägten Kommunen in Sachsen-Anhalt, Hoyerswerda oder Friedland in Mecklenburg-Vorpommern. Hier unten haben wir Regionen, die sind zwar jung, aber die haben gar nicht so ein starkes Wachstum. Das liegt daran, dass das Universitätsstädte sind, die so Durchlauferhitzer für junge Menschen sind. Die kommen dahin, aber in Tübingen findet man eben nicht die Arbeitsplätze für die große Zahl an Studenten. Deswegen können die jung bleiben, also vom Altersschnitt her, aber sie wachsen nicht stark. Und dann haben wir so ein paar Ausreißer noch, Büsum oder am Alpenvorland gibt es solche Kommunen, die wachsen und sind trotzdem sehr alt. Das liegt daran, dass das beliebte Altersruhesitze sind, wo die Menschen eben dann ihren Lebensabend verbringen und den Altersschnitt dadurch heben. So Baden-Baden ist auch ein typisches Beispiel dafür. Und wenn man sich die... Ist jemand von Baden-Baden hier? Das sollte keine Abqualifizierung sein. Aber es ist ja bekannt, dass Baden-Baden eine der ältesten Städte überhaupt ist.
Und wenn man sich jetzt eine Landkarte zeichnet mit dem Anteil der über 64-Jährigen an der Erwerbsbevölkerung zwischen 15 und 64 Jahren, dann sieht man eben, da gibt es diese ganz typische Verteilung in Deutschland, dort, wo viele junge Menschen bereits abgewandert sind, in die Zentren hinein, dort bleiben die Alten zurück. Und das sind dann häufig Kommunen, die sehr viele Aufgaben, Herausforderungen haben, jetzt für die alternde Bevölkerung zu sorgen. Das sind jetzt nicht immer die Kommunen, die auch von der Finanzlage her am besten dastehen, sodass sich die Problemlagen dort dann entsprechend potenzieren. Das bedeutet aber gleichzeitig, dass Alterspolitik, was früher so wirklich so diese Rentnernachmittage waren, dass das immer mehr zu einer Standortpolitik wird. Denn die Kommunen angesichts einer insgesamt schrumpfenden Bevölkerung müssen ja gucken, dass sie ihre Bevölkerung einigermaßen stabil haben, weil das sind Steuerzahler, das sind Konsumenten, die für den lokalen Handel wichtig sind, die für die Nachfrage nach Ärzten wichtig sind und so weiter und so fort. Und deswegen gehört zu einer guten Standortpolitik, dass man die Bürger hält, auch wenn sie älter sind. Und dafür braucht man Angebote, dafür muss man denen eine gewisse Lebensqualität bieten. Und wenn Sie sich anschauen, welche Aufgaben Kommunen haben, dann kann man die einteilen in Pflichtaufgaben, da kommen Sie nicht drum rum. Also Sie müssen den Wohnungsbau fördern, Sie müssen die Erziehungseingliederungshilfen bezahlen und Sie müssen die Grundsicherung im Alter bezahlen. Das sind Teile der öffentlichen Pflichtaufgaben, die altersrelevant sind, wo ältere Menschen eine Rolle spielen. Aber Lebensqualität entsteht durch den rechten Teil, durch die freiwilligen Aufgaben. Und da haben wir mehr Aufgaben, die für ältere Menschen von Bedeutung sind. Und da unterscheidet sich eine Kommune, die sich dieses leisten kann, weil die freiwilligen Aufgaben nur geleistet werden, wenn das Geld dafür auch da ist. Und diejenigen, die das Geld haben, können sich, was die Attraktivität für ältere Menschen oder auch die Notwendigkeit der Versorgung für ältere Menschen anbelangt, deutlich besser aufstellen als die Kommunen, die diese Finanzkraft nicht haben. Das heißt nicht, dass es nur um Geld geht. Man kann auch bei wenig Geld viel durch gute Ideen, durch Kreativität der Verwaltung, durch auch eine gute Organisation in der Verwaltung, haben wir festgestellt, auch Finanzlücken überbrücken. Aber insgesamt ist es natürlich entscheidend, hier bei den freiwilligen Aufgaben auch bei einer schwierigen Finanzlage so viel wie möglich anzubieten, um eben die Lebensqualität zu bieten, um auch die Bürger dort zu halten. Bevor ich jetzt gleich übergebe und an meine Kollegin, die Ihnen dann von den Empfehlungen auch einiges erzählen wird, kurz den Ansatz dieser Studie. Wir haben, weil eben die Unterschiedlichkeit sowohl was die demografische Lage anbelangt, als auch was die finanziellen Spielräume anbelangt, so extrem unterschiedlich sind, haben wir uns die Kommunen in Deutschland zwischen 50.000 Einwohnern und 1 Million angeschaut. Die ganz Großen haben wir weggelassen, Hamburg, Berlin und so weiter, weil die komplett eine andere Situation haben. Und die Kleinen haben wir auch weggelassen, weil das häufig ländliche Gebiete sind, die auch wieder vor anderen Aufgaben stehen. Und da haben wir versucht, das sind dann insgesamt knapp 200 Kommunen, die sind so aufgeteilt, Schwerpunkt nachvollziehbarerweise in Nordrhein-Westfalen. Und wie die sich unterscheiden, beziehungsweise in welchen gemeinsamen Eigenschaften die zusammenkommen, das wird Ihnen jetzt meine Kollegin Friederike Michalik erzählen. Ja, vielen Dank. Was haben wir genau gemacht? Wir haben uns verschiedene Kennwerte aus den einzelnen Städten genommen, und zwar aus den Bereichen Demografie und Wirtschaft, und haben eine statistische Analyse angestellt, eine sogenannte Cluster-Analyse. Haben versucht, diese Städte also in Gruppen einzuteilen, die jeweils vor ganz spezifischen Herausforderungen stehen und die ganz spezifische Entwicklungen durchmachen. Und in der Tabelle, die Sie hier sehen, können Sie die Ergebnisse grob zusammengefasst dieser Clusteranalyse sehen. Es ist uns gelungen, 5 Cluster zu definieren, die eben, wie ich bereits sagte, eine ähnliche Entwicklung durchgemacht haben, die vor ähnlichen Herausforderungen stehen. Wir haben 6 Werte genommen. Sie sehen in den jeweiligen Spalten links immer die Durchschnittswerte je Cluster und auf der rechten Seite dann eine Rangfolge, also wie stehen die jeweiligen Cluster im Vergleich zu den anderen Clustern.
Ich werde jetzt kurz, ganz kursorisch, die wesentlichen Aspekte der einzelnen Cluster Ihnen erläutern. Wenn Sie möchten, können Sie gern parallel in der Studie, sofern Sie sich eine mitgenommen haben, aus dem Eingangsbereich im Schlussteil ist eine Tabelle mit allen Kommunen, die wir untersucht haben. Da finden Sie auch die Clusterzuordnung, können Sie gern vergleichend betrachten. Das erste Cluster haben wir Groß- und Universitätsstädte benannt. Dazu gehören etwa Hannover, Leipzig, Bremen, Göttingen, also alles Begriffe, die da klingelt es schnell, das sind Standorte von großen, auch renommierten Universitäten, beziehungsweise sie gehören zu den bevölkerungsreichsten Städten, die wir überhaupt untersucht haben. Und es mag Sie jetzt auch nicht so erstaunen, dass es sich hierbei um das jüngste Cluster im Vergleich aller handelt. Auch ein Cluster mit dem höchsten noch Bevölkerungszuwachs. Die zentrale Herausforderung dieses Clusters besteht darin, dass es natürlich für seine junge Bevölkerung, also für die zuziehenden Studierenden und auch die vielen Familien, die hier leben, sorgen muss, also ein gewisses Angebot gewährleisten muss. Aber gleichzeitig werden auch diese Städte älter, sowohl absolut als auch relativ. Man muss also an beiden Fronten, bei den jungen und auch bei den älteren Menschen, ansetzen und Angebote schaffen. Und da eine gute Balance zu finden, das ist die Herausforderung für die Groß- und Universitätsstädte. Das zweite Cluster, die Unternehmensstädte, sind dadurch gekennzeichnet, bei den Beispielen kann man es gut erkennen, das sind Standorte großer multinationaler Konzerne. Und infolgedessen sind die kommunalen Steuereinnahmen wie auch die Einnahmen der Privathaushalte überdurchschnittlich hoch. Dieses Cluster ist auch vergleichsweise jung. Es zieht vor allem natürlich erwerbssuchende Bevölkerung an. Aber, und das ist sehr erstaunlich, dieses Cluster verzeichnet die höchste Altersabwanderung von allen Clustern. Die Herausforderung da liegt also darin, dass diese Städte die Älteren nicht vergessen dürfen, wenngleich sie natürlich ihre Prioritäten verständlicherweise bei der Wirtschaftspolitik setzen. Denn so unsere Annahme oder unsere Vermutung, es sind nicht die ärmeren Älteren, die wegziehen, sondern sie sind diejenigen, die zurückbleiben, die solventen Älteren ziehen weg und diejenigen, die zurückbleiben, sind die, die am meisten auch Bedarf haben, dass sie von den Kommunen unterstützt werden. Das dritte Cluster, das haben wir ländliche Mittelstädte genannt, das sind überwiegend kleinere Städte, die auch in sehr ländlichen Regionen liegen und es fällt auf, dass eine gewisse Konzentration im Süden und Südwesten Deutschlands zu finden ist, vor allem in den katholisch geprägten Regionen. Bei diesen Städten ist schon eine moderate Alterung und auch eine gewisse Schrumpfungstendenz zu erkennen. Vor allem fehlt es an jungen Menschen, die entsprechend Kinder gebären. Entsprechend sind die Sterbefälle überwiegen, die Geburten. Das sieht man bei dem Wert des natürlichen Saldos. Und auffällig ist hier, dass die Alterswanderung doch recht ausgeglichen ist. Man kann davon ausgehen, dass in diesen ländlichen Regionen Familienstrukturen als auch die kirchliche Bindung noch vergleichsweise hoch ist. Das haben wir auch feststellen können, dass es sich bei dem dritten Cluster um das Cluster mit dem höchsten Anteil kirchlich gebundener Menschen handelt. Die Herausforderung für diese Städte besteht nun darin, dass es sich auf diese Familien- und Kirchenstrukturen, die natürlich einen großen Anteil haben an der sozialen Versorgung bzw. einem Angebot für Ältere, darauf können sich diese Kommunen nicht länger verlassen, denn diese Strukturen bröckeln, Kinder ziehen weg, Kirchenzugehörigkeit verliert auch an Bedeutung. Da müssen also alternative Angebote geschaffen werden für diese Städte. Als Beispiele haben wir Ihnen aufgezeigt, zum Beispiel Bamberg, Detmold, Passau, also in allen Bundesländern, aber mit einem Schwerpunkt im Süden und Südwesten. Das vierte Cluster, die Industriestädte, das sind Städte, die vor allem an altindustriellen Standorten zu finden sind, mit einem Schwerpunkt in Nordrhein-Westfalen, aber auch in den Küstenregionen und in einigen anderen Bundesländern. Die Städte sind durch den Strukturwandel der letzten Jahre sehr stark geprägt und haben sehr damit zu kämpfen, wie sie ihre Wirtschaft neu wieder auf die Beine stellen und wie sie attraktiv für die Menschen bleiben können als Wohn- und Arbeitsstandort. Diese Städte sind durch einen überdurchschnittlich starken
Wegzug, also durch Abwanderung geprägt, vor allem auch bei den älteren Menschen. Die Herausforderung liegt also darin, diese Abwanderung zu stoppen, die Attraktivität zu halten bzw. auch zurückzugewinnen. Das ist in vielen Städten auch eine Imagefrage. Natürlich denkt man dann zuerst an die Bergbaustädte. Und sie müssen die Älteren, die verbleiben, ebenso wie auch die Städte des zweiten Clusters, diesen älteren Menschen müssen sie einen Versorgungsstandard gewährleisten und sie auch mit ins Boot holen, dass sie für eine gemeinsame Zukunft der Städte kämpfen. Das fünfte Cluster, die strukturschwachen Städte, das sind Städte, die bereits in der Vergangenheit sehr stark gealtert sind. Und Sie können es sich wahrscheinlich schon denken, der räumliche Schwerpunkt liegt vor allem im Osten der Republik. Aber es sind auch einige Städte in den alten Bundesländern dabei, zum Beispiel Cuxhaven oder auch Bottrop, also einige Städte, die ehemals durch den Bergbau sehr stark geprägt waren. Es ist das am stärksten gealterte Cluster und auch das Cluster, das das größte Geburtendefizit verzeichnet und die geringsten kommunalen und privaten Einnahmen hat. Also sowohl in Sachen Demografie als auch in Bezug auf die Wirtschaftssituation müssen diese Städte besonders stark mit dem demografischen Wandel und seinen Herausforderungen kämpfen. Die Herausforderung liegt also darin, trotz der geringen Einnahmen auf kommunaler wie privater Seite und trotz der Schrumpfungstendenz und der alternden Bevölkerung eine ausreichende und attraktive Versorgung zu gewährleisten. Und das vor allem vor dem Hintergrund, dass diese Städte bei den älteren Menschen doch recht attraktiv sind. Da ist sozusagen ein Zuzug zu verzeichnen. Das liegt vor allem daran, dass diese Städte in ländlichen Regionen liegen, die noch einen noch geringeren Versorgungsstandard haben als die Städte selbst. Das führt dazu, dass die Menschen in diese Städte zuziehen und dann natürlich der Stadt eine besondere Aufgabe aufgrund ihrer Zentralität zukommt. In dieser Tabelle sehen Sie noch einmal die einzelnen Cluster, die Städte im Überblick sowie die zentralen Herausforderungen, die ich Ihnen jetzt versucht habe zusammenzufassen. Sie finden diese Tabelle auf Seite 57 Ihrer Studie. Wie gesagt, schauen Sie auch mal in den Anhang, suchen Sie die Kommune heraus, die Sie interessieren bzw. aus der Sie kommen und versuchen Sie, so unsere Hoffnung, aus den Ergebnissen, die wir hier Ihnen vorstellen, auch etwas mit nach Hause zu nehmen. Wir wollen aber nicht dabei stehen bleiben. Wir haben versucht, natürlich auch zu schauen, wie die Kommunen, deren Lage wir bestimmt haben, mit der jeweiligen Alterungssituation umgehen. Und deswegen haben wir einige Städte auch besucht in Deutschland. Wir haben versucht, Städte aus allen Clustern zu nehmen und diese zu besuchen und mit den Verantwortlichen vor Ort, also aus den Kommunen, aber auch aus einzelnen Projekten zu sprechen. Diese Städte sind hier einmal eingezeichnet. Das sind Kommunen, wie gesagt, in allen Bundesländern, aus allen Clustern. Einige werde ich jetzt auch noch nennen bei Beispielen, die zur Sprache kommen. Einige Vertreter werden auch im Laufe des Kongresses noch bei verschiedenen anderen Programmpunkten sprechen. Also das wird alles noch weiter thematisiert werden, heute und morgen. Wenn man ein Fazit ziehen möchte aus den Besuchen, die wir gemacht haben, dann kann man sagen, es ist uns deutlich geworden, dass jede Kommune ganz individuelle Wege geht, um mit der Alterung ihrer Bevölkerung umzugehen. Und das ist auch gut und richtig so. Denn einen Masterplan oder eine Blaupause, wie Herr Klingholz gesagt hat, kann es nicht geben in Sachen Alterung. Jedoch, einige wesentliche Gelingensfaktoren sind uns wohl aufgefallen und da sind wir der Meinung, die gelten wirklich übergreifend für alle Kommunen. Da kann jeder ansetzen und wir haben versucht, diese Gelingensfaktoren in Form von Handlungsempfehlungen zusammenzufassen und auch grafisch darzustellen. Das sehen Sie, wenn Sie einmal auf diese Grafik schauen. Auf der linken Seite mit der Überschrift von der Strategie blau eingefärbt. Das sind Handlungsschritte, die wir vorschlagen zur Strategieentwicklung im Umgang mit der Alterung, um also sozusagen eine Altersfreundlichkeitsstrategie aufzusetzen. Auf der rechten Seite dann der Umsetzungsteil grün eingefärbt. Da geht es vor allem darum, wie kann man das, was man vorher entwickelt hat, am Schreibtisch auch wirklich in den Quartieren vor Ort
umsetzen. Und ganz zentral ein kommunales Team zur Altersfreundlichkeit, das sozusagen der Anker in den Kommunen, der eine Koordinationsaufgabe in diesem Fall übernehmen soll. Ich möchte Ihnen jetzt einige ausgewählte Handlungsempfehlungen vorstellen. Wenn es Fragen gibt zu anderen Punkten, so werden wir im Anschluss im Gespräch noch die Möglichkeit haben, darüber zu sprechen. Sehr wichtig und zentral für uns, und das ist auch heute schon zur Sprache gekommen, der Altersbegriff ist nicht mehr der, der vor 10, 15 Jahren vielleicht war. Sie erinnern sich vielleicht an eine der ersten Folien, die Herr Klingholz Ihnen vorgestellt hat, wo es um die Aufteilung der Lebensphasen ging. Alterung ist heute nicht mehr einfach eine Phase des Ruhestands, des sich Zurücklehnens und vielleicht auch des gesundheitlichen und kognitiven Abbaus. Ganz im Gegenteil, die allermeisten Älteren sind gesund und fit. Sie wollen am gesellschaftlichen Leben teilhaben und sie sind auch bereit, ihre zunehmende Zeit und auch ihr Geld dafür einzusetzen. Doch diese Potenziale sind noch nicht zur Gänze genutzt. Sie könnten noch viel stärker als bislang abgerufen werden in den Kommunen. Und ein zweiter Punkt, den ich Ihnen gern noch vorstellen möchte, ist, Alter beginnt nicht mit dem klassischen Ruhestandsalter 65, auch wenn wir genauso in Bezug auf die statistischen Kennwerte darauf angewiesen sind, diesen Cut beim 65. Lebensjahr zu setzen. Alterung beginnt aber bereits viel früher und gerade die jüngeren Älteren sollten angesprochen werden, dass sie ihren Aktivitätsgrad und ihr Engagement mit in die Altersphase hineinnehmen. Dann ist die Chance auch sehr groß, dass sie relativ lang gesund und fit bleiben können. Und das beinhaltet auch das generationenübergreifende Arbeiten, also die Sensibilisierung der Jugend für Fragen, die Ältere betreffen. Ein Beispiel, was uns sehr gut gefallen hat, aus Leipzig, da gibt es in Kooperation der Universität einen Medienclub Leipziger Löwen. Da arbeiten Studierende und Ältere zusammen und erstellen mit den neuen Medien, die ja landläufig offenbar nichts für Ältere sind, zumindest denkt man das immer, aber ganz im Gegenteil, die erstellen Videos und andere Formate und thematisieren auch mit einem gewissen Augenzwinkern das Thema Alter. Eine zweite Handlungsempfehlung, die in allen Gesprächen vor Ort sich als sehr bedeutend erwiesen hat, das ist der Punkt, dass Altersfreundlichkeit einfach sehr weit oben in den Verwaltungsebenen angesiedelt werden muss, damit es auch wahrgenommen wird. Altersfreundlichkeit Priorität geben heißt also, es nützt nichts, damit ein Verwaltungsmitarbeiter auf einer unteren Ebene in einem einzelnen Ressort zu beauftragen, sondern es sollte, weil Alterung alle Fachressorts, alle Fachbereiche in den Kommunen berührt, ressortübergreifend gearbeitet werden und dann an höchster Verwaltungsstelle, zum Beispiel direkt in Zusammenarbeit mit dem Bürgermeister, sollte es eine Stabsstelle geben, einen Beauftragten, der sich um diese Fragen kümmert und sie auch in die einzelnen Fachbereiche hineinträgt. Ein Beispiel dafür ist die Gemeinde Euskirchen aus Nordrhein-Westfalen. Die dortige Demografiebeauftragte sitzt direkt im Nachbarbüro des Bürgermeisters und sie hat es unterstrichen, dass es sehr essentiell ist für die Durchsetzungskraft, die sie mit ihrem Posten hat. Allianzen pro Alter schmieden, das soll bedeuten, die Kommunen sind auf dem Weg zur Altersfreundlichkeit nicht allein. Sie müssen nicht alles selbst machen, sie sollen das auch nicht. Es ist wichtig und richtig, dass sie sich Verbündete suchen, sei es in Unternehmen, an den Universitäten, in Verbänden, Kirchen, sowohl bei der Strategieentwicklung als auch bei deren Umsetzung. Aus diesem Grund ist dieser Punkt so in der Mitte angesiedelt und auch so zweifarbig eingefärbt. Das ist auch wichtig, um einerseits bei knappen Finanzen ein gutes und sinnvolles Angebot aufrechterhalten zu können und um andererseits auch wirklich vor Ort und in den Quartieren arbeiten zu können. Denn die Kommunen sind manchmal nicht nur geografisch, sondern natürlich auch gefühlsmäßig
nicht so nah dran an den Menschen vor Ort. Da ist es ausgesprochen sinnvoll, dass man mit den Akteuren, die bereits da sind, die sich bereits um die Älteren vor Ort kümmern, zusammenarbeitet, um wirklich eine quartiersgemäße Umsetzung der Altersstrategie gewährleisten zu können. Ein Beispiel hierfür ist, haben wir in der Stadt Lübeck gefunden. Dort arbeitet die Kommune mit städtischen und privaten Wohnungsgenossenschaften zusammen und hat eine Wohnberatung aufgebaut. Diese Beratung ist einerseits, hat sozusagen ein Beratungsbüro, aber andererseits hat sie auch eine Art Showroom bewerkstelligt, in dem einfache und auch kostengünstige Ideen für den altersgerechten Umbau des Wohnungsbestandes gezeigt werden zum Ausprobieren. Also ältere Menschen können da hinkommen, können sich angucken, was ist möglich in meiner Wohnung, können sich direkt beraten lassen. Da profitieren zum einen die Wohnungsgenossenschaften, als auch die Kommune, als auch die Älteren. Wir hatten bereits gesagt, die meisten älteren Menschen sind fit und gesund. Sie bleiben es auch eine vergleichsweise lange Zeit, so lange wie noch nie. Und das geht am besten, wenn sie körperlich und geistig aktiv bleiben, zum Beispiel indem sie sich engagieren in ihrer Gemeinde. Gleichzeitig brauchen auch die Kommunen natürlich das Engagement der Älteren, um bei finanziellen Engpässen, und das betrifft sicherlich so gut wie alle Kommunen, ihr Angebot aufrechterhalten zu können. Das Schöne an der Sache ist, die Bereitschaft, sich zu engagieren, die steigt seit Jahren kontinuierlich an, und zwar vor allem in der Altersgruppe, um die es hier geht, also in der Altersgruppe ab 60 Jahre. Diese Bereitschaft, sich zu engagieren, die sollten die Kommunen auf jeden Fall nutzen und auch mehr nutzen, als sie es bisher tun. Wir haben dafür sehr, sehr viele gute und übertragbare Beispiele in den Städten gefunden. Lassen Sie mich vielleicht nur eins rausgreifen. Noch einmal zur Stadt Euskirchen in Nordrhein-Westfalen. Dort wird etwa das städtische Webportal mit Informationen für Senioren von den Älteren selbst aufrechterhalten. Das hat zum einen den Grund, dass natürlich für die Kommune das sehr hilfreich ist, dass die Älteren Informationen selbst ins Internet stellen, weil sie am besten wissen, was interessiert dann auch die Älteren. Und zum anderen macht es den Älteren Spaß, sie bleiben im engen Kontakt mit der Kommune. Also ein gutes Beispiel, wie man Engagement in der Kommune nutzen kann. Der letzte Punkt, den ich noch ansprechen möchte, und damit schließt sich auch ein Stück weit der Bogen, denn die Idee, von anderen zu lernen und sich zu vernetzen, das ist auch die zentrale Idee, die unserer Studie zugrunde liegt. Wir glauben, wir sind davon überzeugt, dass die Kommunen am meisten profitieren, wenn sie sich mit anderen Kommunen zusammentun und sich auch darüber austauschen, was sie in Sachen Alterung machen, wenn sie nach guten Ideen suchen. Und dieser Austausch ist noch ausbaufähig, möchte ich sagen. Es gibt bereits einige Netzwerke, wir hatten es genannt, es gibt von der Körber-Stiftung das Netzwerk Demografiefeste Kommune, es gibt ein sehr engagiertes internationales Netzwerk der WHO, die Age-Friendly Cities, wo einige Vertreter ja heute auch noch sprechen werden. Nichtsdestotrotz, ein umfassenderes nationales Netzwerk hielten wir für sehr sinnvoll. Unsere Studie könnte ein Ausgangspunkt dafür sein, dass Sie nach anderen Städten suchen, die vielleicht vor ähnlichen Herausforderungen stehen, die eine ähnliche Entwicklung durchmachen, dass Sie also unsere Clusterung nutzen, um ein solches Netzwerk aufzubauen. In diesem Sinne hoffe ich, dass wir mit unseren Ergebnissen die Diskussion ein bisschen befruchten können und danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ich denke mal, jeder hat sich auf dieser Karte gesucht, ist das richtig? Und halbwegs gefunden, vielleicht mit dem Gefühl, oh Gott, wo gehöre ich hin? Oder in was für einer Region lebe ich? Und ich muss mal sagen, Sie haben das wunderbar gemacht, weil ich bin halbwegs im Thema und es ist ja nicht ganz unkompliziert, sowas zu vermitteln. Ein Dankeschön an Sie beiden erst einmal, das war wunderbar. Dankeschön. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere, die ein oder andere im Publikum denkt,
ja, was nu? Was soll ich machen? Die Frage an Herrn Klingholz. Herr Klingholz, von wem muss die Initiative ausgehen, damit sich was bewegt? Ich glaube, immer von den Kommunen. Der demografische Wandel, die Alterung, spielt sich ja in den Kommunen statt. Die Kommunen sind am nächsten dran an den Problemen, die sind am nächsten dran an den Menschen. Die kennen, wenn sie gut aufgestellt sind, auch die Wünsche und Ansprüche und auch die Problemlagen ihrer Bürger. Und das Letzte ist vielleicht von den ganzen Empfehlungen, die wir auch haben, der wichtigste erste Schritt. Sie müssen erst mal wissen, wo stehen wir eigentlich? Dass Sie eine nüchterne, ganz klare Bestandsaufnahme Ihrer demografischen Lage, aus der man dann ja auch die künftige Entwicklung einigermaßen ablesen kann, um zu sagen, was müssen wir jetzt machen? Wie müssen wir uns für morgen aufstellen und was können wir tun, damit wir diese Entwicklung auch ein bisschen beeinflussen? Sie haben das vorhin vor allem bei den Wanderungssalden gesehen. Sie müssen Attraktivität haben und der Wettbewerb um Einwohner in Deutschland wird bei rückläufigen Bevölkerungszahlen stärker. Sie müssen attraktiv für die Bürger werden, und zwar alle Altersklassen. Da dürfen Sie jetzt nicht nur vor lauter Alterung immer nur an die Alten denken, Sie müssen auch an die Jungen denken. Sie müssen an die Leute denken, die die Arbeitsplätze haben, an die Familien und so weiter. Das ist ein sehr bunter Strauß an Aufgaben. Frau Michalik, ich habe mal in der Teilnehmerliste verschiedene Begriffe rausgesucht. Hier sitzen Mitarbeiterinnen von Seniorenbeiräten, Seniorenbüros. Also das Wort Senioren spielt eine große Rolle. Was ist denn aber nun, wenn der Bürgermeister sagt, na ja, so sehr brennt es noch nicht, nun mach mal nicht so einen Alarm. Ja, das... Sie haben das vorhin so schön gesagt, es muss auf Bürgermeisterhöhe angesiedelt sein. Aber dazu gehört ja die Bereitschaft in den Kommunen, dass die Bürgermeister oder die Verantwortlichen das Problem erkennen. Wie groß ist denn die Erkenntnis in den Kommunen, dass es tatsächlich brennt? Ja, ich denke, das sieht man schon ganz gut daran, dass wirklich in vielen Kommunen, was Sie sagten, die Seniorenarbeit noch als Seniorenarbeit auch so betitelt wird. Das hat immer auch den Beiklang, ja, das sind halt die Älteren, um die muss man sich auch kümmern. Und wir plädieren ja dafür, dass dieser Begriff auch ein Stück weit aufgelöst wird, dass man eine Art generationsübergreifende Perspektive entwickelt, deswegen auch statt für alle Lebensalter. Dass also auch die Jüngeren gleich das Älterwerden mitdenken und nicht das in weite Ferne rücken. Und das ist natürlich auch eine Herausforderung für den Bürgermeister, der länger als bis in den nächsten 5 Jahren denken muss. Gibt es hier einen Bürgermeister? Wie denken Sie? Können wir das Mikrofon haben? Ja? Haben Sie einen Senior in Ihrer Nähe, der Ihnen auf die Füße tritt? Aus welcher Stadt kommen Sie? Das müssen Sie uns noch verraten. Ja, ich komme aus... Jetzt. Ich komme aus Buchen im Odenwald. Und ich habe keinen Senior. Natürlich meine Eltern, die mir vielleicht auf die Füße treten, die in der gleichen Stadt leben. Aber ich glaube, es muss uns niemand auf die Füße treten. Wir nehmen im Moment auch an einem Projekt teil, demografiesensible Kommune zusammen mit der Familienforschung des Landes Baden-Württemberg gibt es ein Coaching-Projekt bei uns. Das läuft seit gut einem Jahr, wo wir unter Einbeziehung der Bürger eine große Bestandsaufnahme gemacht haben mit einem Zukunftsforum. Und im Moment, so in dem Jahr, im letzten Quartal sind, im Januar, soll ein Handlungskonzept auf dem Tisch liegen, welche Schritte wir unternehmen, um mit diesem Thema gut umzugehen. Nun sind Sie heute hierher gekommen. Wie sind denn Ihre Bürgermeisterkollegen? Warum sind die nicht da? Ja, ich gehöre durch eine Einladung der Universität Heidelberg mit meiner Stadt, diesem Netzwerk der Körperstiftung an. Deswegen habe ich ja Einladung erhalten, aber ich glaube, alle Bürgermeister von Deutschland hätten hier auch nicht reingepasst. Mhm. Ja. Spüren Sie denn eine gewisse Unruhe? Das, was geschehen muss, weil Demografie ist ja ein schleichender Prozess und Sie könnten sicher sagen, in meiner Legislaturperiode juckt mich das nicht. Ja gut, ich bin schon 24 Jahre im Amt. Ja. in meinem zarten Alter. Ich habe noch ein paar Jahre vor mir. Ich bin gewählt bis 2022, also gerade wieder auf 8 Jahre bestätigt. Insofern habe ich mit dem Thema zu tun, bis ich selber in das Alter komme. Und ich merke halt eines, uns fehlen die
Jungen. Daran merkt man es am ehesten. Ich selber bin in einem Jahrgang. Wir waren in unserer Stadt mit 18.000 Einwohnern 380. Als meine Kinder geboren wurden, die jetzt Anfang 20 sind, da waren es 220, 230 Geburten. Und der letzte Jahrgang hatte 155 Geburten. Und wenn Sie sich jetzt vorstellen, ich bin Anfang 50, wenn in 15 Jahren meine Generation rausgeht und die anderen gehen dann rein, dann habe ich einen riesen Delta. Und das merken wir jetzt schon, wenn es darum geht, Auszubildende zu finden für Betriebe. Also da ist was im Gange und darum müssen wir uns kümmern. Ja? Hier ist natürlich insbesondere die Perspektive, wie gehen wir mit Alten um, wie beziehen wir sie ein. Muss zu Verlagerungen kommen, das sehe ich so. Auch Umschichtungen in irgendeiner Form, um ältere Leute länger aktiv zu halten. Aber das wird ein Thema sein, das die ganze Gesellschaft befassen wird. Gut, Ihnen alles Gute weiterhin. Ihre Fragen und Erfahrungen bitte die Hand heben und dann sind wir bei Ihnen. So, wo fangen wir an? Wir fangen hier vorne an. Das Mikrofon muss immer erst da sein. Und bitte sagen Sie uns doch, in welcher Funktion, ob Bürgermeister, Seniorenbeirat, wie auch immer, und Ihren Namen. Das ja, uns Rudolf helfen. Herbers, Arbeitsgemeinschaft 60 plus in Hamburg. Sie haben das Problem eben als Verwaltungsproblem diskutiert. Also statt für Lebensalter muss geplant werden. Was Sie dabei übersehen, ist, dass die Politik in der Stadt nicht von der Verwaltung her definiert wird, sondern aus dem Gemeinderat heraus, aus den Vertretungen heraus, aus der Bürgerschaft heraus. Und diejenigen, die die Politik da definieren und dann die Verwaltung beauftragen, sind heute in der Regel in einem Alter von zwischen, sagen wir mal, 30 und 40 im Groben. Dieser Generation fehlt weitgehend die Perspektive für die eigene Zukunft. Die denken sehr stark an Kinder, was müssen wir für Familien, für Kinder tun, klammern sich aber merkwürdigerweise selber aus. Sie überlegen nicht, was passiert mit mir mit 65. Das Gut. ist wirklich ein verbreitetes Problem. Lassen Sie mich Problem. Das in eine Frage kleiden. Haben Sie das übersehen, dass die Jungen, die in der Verwaltung, in der Politik womöglich jetzt gerade das Sagen haben, noch gar nicht sich so weit denken, dass sie sagen, was ist eigentlich, wenn ich 65, 70 bin? Haben die das nicht, das Denken? Haben Sie das übersehen? Das ist kein Vorwurf, sondern eine Frage. Ne? Also es gibt, wie überall bei den Kommunen, solche und solche. Es gibt welche, die versuchen, diese ganzen Aspekte mit reinzunehmen, auch selbst wenn die Leute 40 oder 50 sind, indem sie dann eben diese Gruppierungen wie ein Seniorenbeirat oder Engagierte, die sich in dem Bereich stark machen, mit reinnehmen. Und das haben wir auch in einzelnen Kommunen gesehen und auch in den Empfehlungen reingeschrieben, dass bei einer Strategie für den Umgang mit der Alterung in den Kommunen, die natürlich alle an einen Tisch müssen. Es müssen ja die Interessen, die Bedürfnisse der Menschen abgefragt werden, damit man da eine Politik draus machen kann. Die entsteht ja nicht am grünen Tisch, sondern die entsteht vernünftigerweise im Diskurs mit den einzelnen Zielgruppen. Und die Kommunen, die das machen, kommen dann auch zu einer besseren Altersstrategie, war unsere Erfahrung. Und eine ganz winzige Anmerkung noch zu der Frage vorher. Wir haben bei der ersten Studie 2003, die wir zu der regionalen demografischen Entwicklung in Deutschland gemacht haben, viele Rückmeldungen aus Kommunen gehabt. Und die Kommunen, die eigentlich am stärksten betroffen waren, die hatten irgendwie sich so im Boden vergraben und haben gesagt, nur nicht jetzt noch da anrufen. Ne? Sondern die Rückfragen kamen von denen, die eigentlich damals noch gar keine Probleme hatten. Und wir hatten die dann auch gefragt, warum meldet ihr euch da, was weiß ich, Biberach in Baden-Württemberg und so. Und die haben gesagt, weil wir eben im Vorfeld wissen wollen, was passiert, weil wir uns rechtzeitig darauf einstellen wollen. Und da unterscheiden sich dann eben, sagen wir mal, auch in der Verwaltungsstruktur die guten und die weniger guten Kommunen. Es hängt immer an den Leuten, die das von oben steuern. Sie hatten die Hand gehoben, genau. Ja, Jens Kruse, ich bin Vorsitzender der evangelischen Altenarbeit und bin auch Mitglied im Seniorenbeirat der Stadt Hannover. Ich habe drei kurze Rückfragen. Erstens. Lassen Sie uns das nacheinander machen. Ja, ist gut. Ja, das entscheiden Sie. Okay, tue ich damit. Erstens. Also dann die erste Frage. Und zwar, es ist ja sehr einleuchtend mit den flexiblen Lebensentwürfen und den bunter werdenden Alter. Die Frage, die ich habe, ist,
sind unsere Sicherheitssysteme eigentlich an dieses angepasst, an dieses flexibel? Und die damit verbundene Frage ist, wie weit haben Sie eine bestimmte Sozialschicht im Blick? Wer kann sich das eigentlich angesichts sinkender Rentenbeiträge leisten, diese ständigen Unterbrechungen, die ich sehr schön finde? Wer von Ihnen möchte darauf antworten? Ich habe das mit der Sicherheitsfrage nicht ganz verstanden. Was meinten Sie damit? Soziale Sicherung. Ach so, nicht irgendwie. Nicht im Ministerium. Klar, also im Moment haben wir ja keine sinkenden, Sie meinen nicht die Beiträge, sondern die Renten, die ausgezahlt werden. Wir haben natürlich insgesamt das Problem, dass wir irgendwie da den Spagat schaffen müssen, langfristig, dass die Beiträge nicht zu stark steigen, damit diejenigen, die erwerbstätig sind, nicht zu stark belastet werden, weil sie sich sonst irgendwann verabschieden. Und gleichzeitig die Rentenzahlungen gewährleistet bleiben. Und man wird sich da anpassen müssen, das läuft auf einen Kompromiss raus, nach allem, was man sieht. Gleichzeitig bei einem steigenden Renteneintrittsalter. Also wir können nicht erwarten, dass die Menschen immer länger leben, aber alles, was es an Zugewinn gibt, nur der Freizeit zugeschlagen wird. Das wird schlicht und einfach von den Jüngeren nicht zu finanzieren sein. Ich gehe davon aus, dass es da weiter Einschnitte gibt. Und wir haben es im Moment in Deutschland noch nicht verbreitet, mit einer Altersarmut zu tun. Wir werden das in Zukunft aber mehr haben. Und zwar vor allem dort, wo Erwerbsbiografien unterbrochen waren, häufig in den neuen Bundesländern. Aber im Moment ist das eigentlich noch kein Thema. Sind Ihre beiden weiteren Fragen so entscheidend? Weil wenn, oder können wir sie kurz fassen und kurz beantworten? Sonst nehmen Sie sehr viel Raum ein. Machen Sie mal. Also ich bin mit der Antwort noch nicht ganz zufrieden, aber weil ich mich kurz fassen soll, wollte ich auf die andere Frage kommen. Die Studie heißt Stadt für alle Lebensalter und Sie haben die Strategie für eine altersfreundliche Stadt beschrieben. Wie gelingt es eigentlich, die jüngere Generation dafür zu begeistern, sich für die Stadt für alle Lebensaltern einzusetzen, wenn der Eindruck entsteht, es geht um die Versorgung der Alten? Und eine letzte ganz kurze Frage, die Aufteilung zwischen Pflicht und freiwilligen Aufgaben. War das eine Empfehlung, dass die Altenhilfe zur Pflichtaufgabe der Kommune werden soll? Gut, fangen wir mit der ersten Frage an. Ja, kurz was zur ersten Frage. Das geht ja in eine ähnliche Stoßrichtung wie bei Ihnen. Eben die Frage, wie kann man die Jüngeren damit einbeziehen? Ich hatte vorhin versucht, mit dem Begriff des Seniors zu argumentieren. Das ist natürlich jeder Kommune, obliegt da die Entscheidung selbst. Wie möchte man das betiteln? Die Idee dahinter ist die, dass wir denken, dass Maßnahmen, die den Älteren zugutekommen, fast immer automatisch auch den Jüngeren zugutekommen. Und das muss man transportieren können. Also sei es altersgerechtes Wohnen, könnte man natürlich auch gleich barrierefreies Wohnen, als auch barrierefreies Wohnumfeld. Davon profitieren vor allem zum Beispiel auch die Mütter mit den Kinderwägen. Also es ist nicht so, dass das, was wir thematisieren, wirklich rein spezifisch erst Generation 60 plus betrifft. Und wenn man es schafft, da übergreifend das zu vermitteln und auch zu arbeiten, sei es über solche Projekte, die ich versucht habe auch vorzustellen, dass man zwischen Studierenden und zwischen Älteren ja, in Anführungsstrichen Symbiosen herstellt, die zeigt, wir können beide davon profitieren, wenn wir uns mit den anderen jeweils beschäftigen. Wenn das gelingt, dann denke ich, ist man auf einem guten Weg dahin, dass sich auch die Jüngeren dafür interessieren. Zum Schluss die Frage nach Pflicht und Freiwilligkeit, Herr Klingholz. Also wir haben in der Vergangenheit erlebt, dass bestimmte Aufgaben in der Familienpolitik, was die Kindergärten, Betreuungseinrichtungen anbelangt, dass das zu einer Pflichtaufgabe geworden ist. Und insofern kann man sich ähnlich vorstellen, dass Bereiche aus der Altenhilfe auch zu einer Pflichtaufgabe für Kommunen werden. In dem Falle müsste der Bund einen Rahmen setzen, einen gesetzlichen, muss dann aber auch mit Geld hinterherkommen. Wir brauchen das Mikrofon. Ja, wir kommen gleich in die linke Fraktion. Erst da war noch eine Wortmeldung, bitte. Ach so. Ja, Dagmar Vogt-Jansen, Fachbereich Senioren der Stadt Hannover. Sie merken ja schon an dem Namen, der ist uns auch nicht so richtig lieb, aber der ist halt da und das ist ein Ressort, was damit beschrieben wird. Und daran knüpft sich auch meine Frage an. Wir sind auf dem Weg, glaube ich, mit so einer Universitätsstadt wie Hannover auch, aber wir versuchen auch generationenverbindend jetzt das Ganze hinzubekommen und gern auch diese Überschrift würden wir nehmen dazu. Haben Sie innerhalb dieser Studie erfahren können, wie andere Kommunen eventuell
besser, konzeptioneller da vorgehen, um solche verwaltungsinternen verbindenden Strukturen hinzubekommen. Denn ich glaube, das wird in Zukunft das A und O sein, ressortverbindendes Arbeiten. Und da die Frage, gibt es da was? Oder gibt es eine Erfahrung, wie arbeiten die miteinander oder arbeitet jeder in seinem Ressort und denkt, geht mich nichts an? Also ich denke, das sind ja alles Menschen, die da arbeiten, keine Maschinen. Was in der einen Stadt funktioniert, muss deswegen nicht in der anderen Stadt genauso auch klappen oder ja, funktionieren. Ich würde vielleicht am ehesten bei dem Punkt des Priorität, Altersfreundlichkeit, Priorität geben, da ansetzen wollen. Wenn also eine Stelle an oberster Ebene geschaffen werden kann, die in alle Ressorts reingreift, die sozusagen, ja, das ist die Erfahrung, die wir eben zum Beispiel mit der Stadt Euskirchen gemacht haben und mit der Demografiebeauftragten, mit der wir da gesprochen haben. Es ist eine kleine Stadt, sicher in Hannover sind die Rahmenbedingungen andere. Deswegen sagte ich, was in der einen Stadt funktioniert, muss deswegen nicht in der anderen auch gehen. Aber was, glaube ich, stimmt, was Sie sagen, ist, diese Person braucht Macht und Einfluss. Ja. Und dann ist die Frage, wer kriegt diese Macht und diesen Einfluss? Mhm. Ja. Gerne noch dazu? Ja, vielleicht nur noch kurz ergänzen. Also wir haben ja auch einige internationale Städte besucht. Das hatte ich vorhin vergessen zu erwähnen. Die jeweiligen Vertreter sind ja auch heute mit vor Ort und werden dann vielleicht zu dem Thema noch was beitragen können. Aber da ein interessanter Input. Seniorenfreundlichkeit oder Altersfreundlichkeit wird gern als ja, weiches Thema betrachtet, ähnlich wie Familie, Jugend und so weiter. Wenn man dieses Thema in ein entsprechendes Ressort packt, läuft man natürlich immer Gefahr, dass die entsprechend ja, größeren und vermeintlich wichtigeren Ressorts mehr Stimmgewalt haben. Und deswegen ist es auch ein Grund oder ein Argument dafür, dass man das aus diesem Familienaltersressort herausnimmt und eine eigene Stabsstelle dafür einsetzt, die dann vielleicht auch mehr Einfluss in den anderen Ressorts, Wirtschaft, Arbeit und so weiter gewinnen kann. Ganz kurz, Herr Klingholz, bevor der Herr das Wort bekommt. Ist dieses Thema, wenn ich mich umschaue, eher ein weiblich besetztes Thema? Nein. Lassen Sie ihn mal antworten. Habe ich mir ehrlich gesagt nie überlegt. Ich wüsste auch nicht, warum. Weil wir hören Gesundheit und da geht es so um Soziales und das sind ja eigentlich Frauen. Ja, das waren natürlich immer diese Gedönsfächer, die dann den Frauen überlassen wurden. Ich glaube, das ist Quatsch. Okay, bevor ihr Unmut aufkommt, Sie und dann da drüben bitte. Ja. Ach so, für unsere englischen Kollegen, sorry. Wir hatten mal einen Bundeskanzler, der hieß Schröder, und der hat dann dieses alles, was Frauen, Familie und so weiter als Ministerium für Gedöns, für, wie sagt man auf Englisch, für... Die Übersetzer werden das, also sehr, muss man auch machen, aber ist jetzt nicht wichtig, hat auch nicht viel Geld und da kann man dann immer Leute draufsetzen, die jetzt, die mitlaufen, aber nicht so Finanzministerium, nicht Wirtschaftsministerium, nicht Verteidigung und sowas, sondern Gedöns. Ja, mein Name ist Helmut Hein, ich bin in der Landesseniorenvertretung Hessen tätig und es ist ja gesagt worden, dass die Altersfreundlichkeit sich vor allem in den Kommunen bei den freiwilligen Leistungen darstellt. Und nun haben wir gerade in Hessen viele Kommunen, die unter dem Schutzschirm des Landes stehen. Das heißt, die Gemeinden können in den freiwilligen Leistungen, ich sag mal, kaum tätig werden. Und wenn wir mit den Bürgermeistern sprechen, und in Hessen sind etwa so knapp ein Drittel der Kommunen Mitglied in der Landesseniorenvertretung Hessen. Das heißt, dort gibt es kommunale Seniorenbeiräte. Dann erfahren wir immer, gerade in den Kommunen, wir machen doch schon genug für die Senioren. Und wir sind altersfreundlich. Das bedeutet, wir haben viele Vereine, die in der Seniorenarbeit tätig sind oder in der Altenarbeit tätig sind, von der Feuerwehr angefangen, was weiß ich, bis zum Sportverein. Wir machen Seniorennachmittag und ein Pflegeheim haben wir auch. Was sagen Sie diesen Kommunen? Also das ist richtig, es gibt sehr viele Kommunen, nicht nur in Hessen, die unter Haushaltsaussicht stehen, die haben letztlich offiziell keinen Spielraum bei den freiwilligen Aufgaben. Geht nicht. Aber dann kommt es auf die Kreativität an. Man kann natürlich alles Mögliche in anderen Abteilungen verstecken.
Ja, dann macht das eben jemand mit aus der Abteilung Sport oder aus der generellen Verwaltung. Und unsere Erfahrung auch bei den Orten, die wir besucht haben, die haben auch in Phasen der Haushaltssperre solche Leistungen weiter betreiben können, indem sie das so gemacht haben. Ich glaube, das Geld ist wichtig, aber gerade in Zeiten, wo das Geld knapp ist, braucht man dann entsprechend mehr Kreativität. Und wir haben jetzt einen Bürgermeister noch hier, aber ich glaube, Sie kennen das. Ja. Ballas Gerhard, bin Vorsitzender des Landesseniorenbeirates des Saarlandes. Das Saarland ist im demografischen Wandel am weitesten voraus von den alten Bundesländern. Und wir haben von 52 Kommunen 18 Kommunen mit Seniorenbeiräten. Das heißt nicht, dass Kommunen, die keine Seniorenbeiräte haben, nicht auch Seniorenpolitik machen. Wobei altersfreundlich, eben ist es eigentlich angesprochen worden, auch immer generationsfreundlich sein soll. Also ist auch Alterstätigkeit ist auch Arbeit für alle Generationen. Was meine Ausgangsfrage ist, die: Wer soll die Initiative ergreifen? Das war ja die Ausgangssituation. Und wenn wir uns da in den Kommunen, wenn wir also dort auf die Verwaltung nur warten, dann kann das sehr unterschiedlich ausgehen. Es gibt Kommunen, die legen dem Seniorenbeirat, den Vertretern alle Baupläne vor, alle Entwicklungspläne, sie sprechen mit denen. Es gibt aber auch Kommunen, ich übertreibe jetzt, die sagen, das haben wir alles nicht notwendig, wir machen den Seniorennachmittag und das hat sich und dann sind die Senioren lustig und froh und das war's. Also diese Spannbreite gibt es. Wir haben jetzt im KSVG, im Kommunalen Selbstverwaltungsgesetz, die Sollregelung erreicht auf Initiative des Landesseniorenbeirates. Das heißt, die Kommunen sollen Seniorenbeiräte installieren. Wenn sie das nicht, sollen sie Seniorenbeauftragte installieren. Die Idee ist dabei, dass von den Senioren selbst auch die Initiative ergriffen wird. Also nicht warten, bis etwas kommt, sondern selbst Initiativen ergreifen. Das muss natürlich unterstützt werden von denen, die in der Verantwortung stehen. Das ist der Stadtrat, das ist auch die Verwaltung. Vielleicht eine kurze Frage daraus. Ihre Erfahrung, kommt die Initiative eher von unten oder von oben? Also ich glaube, die Initiative, um das in der Kommune zu organisieren, muss von oben kommen. Aber die Kommune sollte, wenn sie sich eine Strategie erarbeitet, erst mal schauen, was gibt es denn alles schon an Initiativen, an privaten Netzwerken, an Unternehmen, die sich um die alternde Mitarbeiterschaft auch kümmern, um die dann an den Tisch zu holen und zu sagen, was können wir denn aufbauen auf dem, was schon da ist, von der Kommune vielleicht ein bisschen besser vernetzen. Nur eine Bemerkung, Seniorenbeirate gründen heißt ja nicht nur Initiativen, sondern die Vernetzung herstellen. Ja. Was gibt es und dort so etwas koordinierend wirken, wenn gewünscht. So, jetzt muss ich mal eben die Handzeichen dieser Fraktion haben, damit ich eine Reihenfolge hinkriege. Wir arbeiten uns mal von hinten nach vorne, bitte, ja? Von hinten, da sind noch zwei, die haben die billigen Plätze, ja, da. Ja, Wolfgang Wehnke von der Bertelsmann Stiftung. Also ein Punkt, wie man Bürgermeister motivieren kann, ist vielleicht ein dezenter Hinweis auf die Wahlbeteiligung. Die Wahlbeteiligung bei den Älteren ist ja deutlich höher als bei den Jüngeren und der Abstand hat zudem noch zugenommen. Dann meine eigentliche Frage, welchen Erkenntnisgewinn hat eine Kommune beziehungsweise für die Umsetzung, wenn sie weiß, sie ist im Cluster 5 beispielsweise. Ich habe gesehen, im Cluster 5, da war Bottrop, Cuxhaven, Magdeburg, Zwickau. Das sind ja durchaus sehr unterschiedliche Kommunen dann auch. Ja, welchen Erkenntnisgewinn soll eine Kommune für die Umsetzung daraus ziehen? Ja, zweierlei. Einerseits, Sie hatten ja genannt, die Städte gerade in Cluster 5 müssen an vielen Fronten kämpfen. Ja? Sind also in vielerlei Hinsicht, sind sie besonders herausgefordert. Wir haben versucht, da Schwerpunkte zu setzen und hoffen, dass wir mit diesen Schwerpunkten den Kommunen auch helfen können, für sich selbst Schwerpunkte zu definieren. Das ist das eine. Und das andere ist, es ist eben nicht so, Sie sagten, diese Städte sind sehr unterschiedlich, das ist ganz richtig. Und deswegen können sie auch miteinander in Verbindung treten und voneinander lernen. Man kann also nicht sagen, das ist ein Cluster, das ist regional begrenzt, das sind alles ganz ähnliche Städte und sie damit sozusagen ja,
ein Stück weit abschreiben, sondern im Gegenteil, gerade auch aus der Unterschiedlichkeit der Situation auch innerhalb der Cluster können ganz spannende Ideen entwickelt werden, die man dann abschauen kann, worüber man ins Gespräch kommen kann. Also ganz kurze Ergänzung dazu, also die Ähnlichkeiten, Sie hatten das genannt, Cuxhaven, Bottrop, die nicht ins Gesicht springen, sind aber trotzdem vorhanden. Das sind beide Städte im Strukturwandel, eine hat Bergbau verloren, Cuxhaven hat als Küstenstandort, ähnlich wie Bremerhaven, natürlich sehr viele Arbeitsplätze verloren. Das heißt, das sind auch Standorte, wo wir ältere Menschen haben, die durch ein, sagen wir mal, eher hartes Erwerbsleben gegangen sind, die andere Versorgungsansprüche haben, häufig ein hoher Migrantenanteil da ist. Und da lohnt sich dann schon der Austausch, gerade wenn es um die Alterung von Migranten geht. Da können Sie sich dann mit, was weiß ich, mit Dessau weniger gut austauschen, weil im Osten Deutschlands eben wenig Migranten waren. Der Herr daneben. Schweige den Alte. Das ist jetzt ein bisschen blöde. Mein Name ist Hans-Jörg Roden. Ich komme auch von der Bertelsmann Stiftung. Ich wollte nur eine Ergänzung machen. Sie hatten zwei Punkte da benannt als Handlungsempfehlung oder Umsetzungsempfehlung. Engagementförderung nenne ich es jetzt mal und neue oder Altenpolitik neu strukturieren. Wir haben mal ein Projekt gemacht, das hieß Neues Altern in der Stadt. Und unsere Erfahrung bei der Umsetzung in den Kommunen war, dass es ganz wesentlich ist, nicht Politik für Ältere zu machen, sondern mit Älteren zu machen. Das heißt, in unterschiedlichen Formen, ob ein Seniorenbeirat dabei ist, Politik mit Bürgern gemeinsam zu gestalten. Dann haben Sie die Frage der Generationengerechtigkeit da häufig mit drin. Sie haben, wir hatten also auch die Wirtschaft damit dabei an solchen Initiativkreisen. Und einerseits ist es so, dann ist es nicht nur Altenpolitik, sondern vielleicht eine Perspektive und es könnte sich eine Generationenpolitik entwickeln. Der zweite Aspekt ist, Bürger können auch die Politik etwas vor sich hertreiben. Diese Erfahrung haben wir gemacht. Und der dritte Aspekt ist, dass ich es jetzt gerade vergessen habe, ist egal. Das freut mich eigentlich. Sie haben das Wort. Alexander Künzel, Bremer Heimstiftung und Netzwerk Song, Soziales Neugestalten. Eine Ihrer Kernfragen ist ja, wie man die Engagementpotenziale der jungen Alten systematisch heben kann. Ich denke, es hat was mit Rahmenbedingungen zu tun. Deswegen ein Hinweis, wir im Netzwerk Song vertreten die Forderung, es muss einen Rechtsanspruch geben, bei Renteneintritt ein soziales Jahr machen zu können. Rechtsanspruch, der mit Bildung verbunden ist und der eben aus dieser Zufälligkeit, ob wir die Engagementpotenziale erreichen, eine ganz andere Beteiligungsquote generiert, die dann natürlich viele Folgen nach sich zieht. Woher stammt diese Idee? Aus dem Netzwerk Song, Soziales neu gestalten. Wir sind ein Zusammenschluss von traditionsreichen Stiftungen, die sagt, was heißt demografischer Wandel für soziale Dienstleistungen. Gut, man findet sie im Internet, ja? Ja, ganz viel sogar darüber. Wir haben mit der Bertelsmann Stiftung, tut mir leid, ganz viel dazu geforscht. Weil wir über Netzwerke reden, ist es ja schön, wenn man sie nochmal findet. So, jetzt arbeiten uns weiter vor. Ja, bitte, Sie. Erstmal das, die Dame mit dem lila Tuch. Astrid Henriksen, Stadt Bremerhaven. Ich leite dort das Sozialamt. Zwei Dinge sind mir wichtig. Einerseits, Altenhilfe ist nicht nur eine freiwillige Aufgabe. Im SGB 12 ist Altenhilfe benannt als Aufgabe, als Sollaufgabe. Und darüber kann ich auch zum Beispiel gesellschaftliche Teilhabe für ältere Menschen organisieren und bewilligen als Individualleistung. Das ist das eine. Und das zweite ist dieses Streben nach, es muss hoch angebunden sein, erlebt man bei ganz vielen, ich sag mal, Bevölkerungsgruppen. Das haben wir bei Migranten einerseits, das heißt, es muss beim Bürgermeister, Oberbürgermeister angebunden sein im Büro. Jetzt kommen wir mit den Älteren oder mit Demografie. Wir ziehen ja immer mehr die Aufgaben aus den einzelnen Fachbereichen raus und doppeln sie in einer Verwaltung. Da müssen wir irgendwann auch aufpassen, weil das Nächste sind nachher die jungen Menschen, die sagen auch, hey, wir sind wichtig und wir wollen auch beim Oberbürgermeister in einer Stabsstelle verortet werden. Und da, denke ich, muss man auch aufpassen, wenn man solche Forderungen aufstellt. Vielleicht ist es ein Missverständnis, dass es eine Schattenverwaltung gibt, die sich jetzt nochmal zum Bürgermeister hinwendet. Ist das so gemeint gewesen? Eigentlich nicht. Unsere Erfahrung war einfach, dass solange das in einem bestimmten Ressort angebunden ist, das Ressort sicher eine gute Arbeit machen kann, aber dort, wo eben relevante Fragen auch in anderen Ressorts auftauchen, überhaupt kein Zugriff da ist,
und im Extremfall auch keine Austauschmöglichkeiten da sind. Und das muss man überbrücken. Und die Ressorts sind manchmal, das haben wir auf der Bundesebene genauso bei den Ministerien, die Ressorts warten nicht darauf, dass sie schrecklich mit den anderen zusammenarbeiten. Manche machen das gerne, andere machen es aber auch nicht so gerne. Und das muss dann von oben schon mal dirigiert werden. Die Dame in dem roten Blazer. Dankeschön. Mein Name ist Christine Ney, ich bin Amtsleiterin bei der Leitstelle Älterwerden, Landkreis Saarlouis im Saarland. Ich möchte keinen Vortrag halten, aber zwei Dinge benennen, weil Sie zum Thema gesagt haben, wie erreichen wir die Bürgermeister oder wie erreichen wir auch, dass sich die jüngeren Angehörigen mit dem Thema befassen. Wir haben ein Projekt durchgeführt mit Unterstützung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, Besser Leben im Alter durch Technik. Und die Erfahrung gemacht, dass wir durch diese strategische Partnerschaft mit der Wirtschaft, mit der Hochschule, ein Thema besetzen, das sehr wohl auch Jüngere anspricht. Wir sind davon ausgegangen, die Älteren laufen uns die Bude ein und wollen etwas über Sturzmatten wissen. Das wollen die gar nicht. Es sind die Angehörigen der Älteren, die kommen und sagen, die Oma braucht eine Sturzmatte, obwohl die gar nicht braucht. Aber das Thema Technik im Alter, das Thema, wie kann ich sicher und komfortabel älter werden, das begeistert auch die Bürgermeister. Und wenn wir noch vorrechnen, wie viel uns das einspart, jeder Monat, den wir nicht für die Grundsicherung im Alter ausgeben dürfen oder wollen und müssen, etwas, was ältere Leute auch nicht wollen und wir Geld sparen, dann sind das strategische Partnerschaften, die wir eingehen müssen. Gut, jetzt vielleicht eine konkrete Frage. Ich schaue auf die Uhr. Wir wollten um 12:30 Mittagessen. Wir können etwas überziehen. Gibt es eine konkrete Frage in diesem Flügel? Dann Sie hier vorne, bitte. Armin Oertel, Evangelische Stiftung Alzerdorf und dort Q8 Quartiersentwicklungsprojekt. Ich möchte noch mal auf eins gucken, was mich die ganze Zeit schon umtreibt, was auch in dem Titel Ihrer Studie drin steckt, beziehungsweise auch in dem Untertitel. Einmal sagen Sie Stadt für alle Lebensalter und dann kommt doch wieder die Einschränkung, die Stadt muss altersfreundlich werden. Ich will das jetzt gar nicht negativ werten, weil ich glaube, dass jede Stadt altersfreundlich werden muss, aber es taucht immer wieder eigentlich dieses Spannungsverhältnis auf, dass eine Politik allein für Senioren nicht gut ist oder nicht ausreicht. Und gleichzeitig bleibt aber offen, wie diese Spannung aufgelöst werden kann. Und wenn ich es jetzt mal zuspitze, und das wäre auch so meine Frage an Sie, würde ich sagen, jede Seniorenpolitik, die nicht gleichzeitig eine Politik für Junge ist, ist keine gute Seniorenpolitik. Und mir fällt dazu eigentlich nur ein, was hier gar nicht aufgetaucht ist, wo ich Sie auch mal fragen würde, ob das bei Ihren Studien aufgetaucht ist, das Thema Inklusion, weil das ist das Kernthema, wenn es darum geht, dass eine junge und alten Politik, aber auch Behinderte, ohne Behinderte jung gemacht wird. Und das Thema Quartier, was Sie auch gesagt haben, ist das Einzige, was mir richtig einfällt, wo es gut klappen kann, dass ressortübergreifend gearbeitet wird, dass unterschiedliche Menschen gearbeitet werden. Das wären so die zwei Dinge, die für mich so im Mittelpunkt stehen würden. Sie haben ganz viel gesehen, deswegen würde ich auf diese beiden Themen fragen, was Sie dort in den Städten gesehen haben. Gibt es irgendwo Quartierspolitik, die richtig vorangeht? Gibt es Inklusionspolitik, die sich mit der alten Politik, sagen wir mal, verbindet? Also zum Thema Quartierspolitik, ja, kann ich bestätigen. Ist in mehreren Städten also ein ganz zentrales Thema. Es steht auch sozusagen im Zentrum der jeweiligen Altersstrategie. Da gibt es jeweils in der Studie Blöcke, wo wir aus den einzelnen Städten berichten. Zu den anderen Themen kann ich nur sagen, diese Studie hat natürlich ihre Schwerpunkte und muss dann per se an anderen Stellen kürzen oder Einschränkungen machen. Also in dem Fall das Thema Inklusion kann nicht in seiner Tiefe in der Studie behandelt werden. Also uns ging es ja wirklich erstmal darum, eine Art Status Quo-Erhebung und die wesentlichen Herausforderungen herauszustellen. Deswegen alle Aspekte, die Alterung betreffen, und es sind unglaublich viele, können leider nicht thematisiert werden. Es ist uns jetzt auch nicht aufgefallen, dass es Städte oder viele Städte gibt, die das unter dem Rubrum Inklusion diese Alterspolitik sehen. Also es wäre, wenn dann, eine Ausnahme, die uns durchgerutscht ist. Thomas Böhle, ich bin Personalchef der Stadt München. Und möchte mal den Blick auf die andere Seite tun, auf die Arbeitgeberseite. Klar, einerseits haben wir immer mehr Senioren, aber wir haben immer weniger Junge. Und irgendjemand muss die Arbeit ja machen. Jungen werden es kaum tun können, weil sie immer weniger werden. Jetzt haben wir natürlich die Gruppen der Migranten,
Bei Frauen sind viel Potenzial über die Erwerbsbiografien, aber auch bei Älterwerdenden. Haben Sie denn Modelle gefunden oder Strategien, wie es gelingt, Ältere speziell im öffentlichen Dienst, öffentliche Verwaltung, darum geht es ja, wenn Sie von Städten reden, aber auch an anderer Stelle, am besten bleibt man ja gesund, normalerweise, wenn man möglichst lang arbeitet, kommt ja noch dazu, also Ältere verstärkt im Erwerbsleben zu halten, speziell in öffentlicher Verwaltung. Also haben wir ganz konkret auch in Zusammenarbeit mit der Körperstiftung eine Studie gemacht, die heißt Produktiv im Alter, die liegt auch da draußen, die hatten wir im letzten Jahr produziert. Und da geht es darum, welche Ansätze es in, gerade in Verwaltungen und in Unternehmen gibt, die Älteren länger zu halten. Und die, bei den Verwaltungen ist es eigentlich am schwierigsten, weil die Verwaltungen doch durch den Personalabbau in der letzten Zeit sich der Älteren eher entledigt haben. Vielleicht eine winzige Anekdote dazu. Ich kenne ganz gut den ehemaligen Demografiebeauftragten der brandenburgischen Landesregierung. Den hat man mit 60 in Frührente geschickt. Also da ist noch Luft nach oben, würde ich sagen. Ja, Gernot von der Weppen aus Husum, Vorsitzender des Seniorenbeirates seit 12 Jahren. Ich habe mir jetzt diese Fragen alle angehört. Wir haben eins ganz und gar vergessen. Die politischen Parteien sagen immer, oh Gott, dieser demografische Wandel, der rollt auf uns zu. Aber so richtige Ideen hat keiner dazu. Es muss eigentlich ein gesellschaftliches Konsens bestehen, dass wir das gemeinsam machen, und zwar Senioren und Jugendliche. Dazu finde ich, wir brauchen genauso Jugendbeiräte wie auch Seniorenbeiräte und andere Gruppen, die gemeinsam sich überlegen, wie sie weiterkommen. Kann man da irgendwie mit dem Heiligen Geist arbeiten? Das fragt einer aus Nordfriesland. Gibt es dazu eine Antwort? Ich glaube, was Sie angesprochen haben, auch, dass man die jungen Menschen und die Alten ein bisschen mehr zusammenbringen muss. Also da gibt es natürlich gerade in dem Engagement sehr gute Beispiele, nehmen Sie die Freiwillige Feuerwehr. Der Freiwilligen Feuerwehr gehen natürlich überall die jungen Leute auf, aber das liegt auch daran, dass die sich nie wirklich um die jungen Leute so gekümmert haben, wie man das heute tun müsste. Sondern die wuchsen da rein auf die ganz traditionelle Art und Weise, und das ist für junge Menschen jetzt immer weniger attraktiv geworden. Das heißt, solange man da keine neuen Wege findet und auch dass die Attraktivität für gerade auch in Städten für Migrantenkinder erhöht, in solche Vereine reinzukommen, werden es die schwer haben. Das gehört dann auch zu den, sagen wir mal, zu den alten Hierarchien, die es da gibt in diesen Vereinen, Verbänden, dass die sich öffnen. Das haben die lange nicht gemacht, weil sie es nicht brauchten oder gewohnt waren. Ja, mein Name ist Uwe Kleinemaß, Universität Bonn, Zentrum für Alternskulturen. Und ich berate seit etwa 12, 13 Jahren Kommunen zu diesem Thema demografischer Wandel, vor allem auch in Hessen, darunter zahlreiche sehr strukturschwache Kommunen und gebeutelte. Und vielleicht, um zum Anfang nochmal zurückzukommen, was für meinen Geschmack noch bisher zu wenig thematisiert wurde, sind Barrieren. Also viele sehen das ja ein, okay, demografischer Wandel, wir müssen uns damit beschäftigen und können vielleicht auch Verantwortliche benennen. Aber es gibt zahlreiche Dinge, die uns daran hindern, konkret in unserer Kommune das umzusetzen. Ein wesentlicher Punkt da hat zu tun mit Klientelpolitik und damit zu tun, dass auch der Begriff Altersfreundlichkeit hier vielleicht etwas irreführend ist und diese Interessengegensätze zwischen unterschiedlichen Interessengruppen in der Kommune durchaus schüren kann, weswegen ich ihn auch nicht ganz glücklich finde. Frage, wo sehen Sie in dieser Hinsicht die wichtigsten Barrieren, und vielleicht können Sie auch mit 2, 3 Sätzen schon was sagen, wo sehen Sie denn Lösungsansätze für solche Klientelauseinandersetzungen? Ich würde Ihnen sagen, dass eine Barriere in der Aktivierung des Engagementpotenzials liegt. Das war lange Zeit eine Aufgabe der irgendwelcher privaten Einzelpersonen oder Organisationen. Wenige Kommunen bislang haben versucht, diese Gruppierungen, die sehr viel Vernünftiges für die Gesellschaft leisten, zu erreichen und sie dabei zu unterstützen, also praktisch einzugliedern über Engagementbörsen, über wirkliche Aufgaben. Und da muss man, wenn das passiert, ist es häufig so, dass dann die Kommunen versuchen, so die Drecksarbeit auf die
Ehrenamtlichen abzuschieben. Und das geht natürlich heute nicht mehr, weil wir haben bei den Leuten, die sich heute 60 plus für das Engagement entscheiden, sehr gut qualifizierte Leute, die in ihrem Erwerbsleben auch so viel Erfahrung gesammelt haben, die man schlauerweise auch in die Arbeit im Engagement reinbringen kann. Und da kommen häufig bessere Ideen auf den Tisch, als sie in den Kommunen von Hause aus da sind. Und da müssen sich die Kommunen viel mehr öffnen, dass sie das Wissen rausholen aus dieser Gesellschaft und dass sie denen eine Infrastruktur bieten, sagen, hier sind die Büros dafür, und dass sie denen auch Fortbildung bieten, zum Beispiel, wenn es bei der Betreuung von Älteren, gerade von pflegebedürftigen Menschen anbelangt. Die brauchen praktisch eine Fortbildung, und das muss eben von den Kommunen dann organisiert werden. Ich bin Holger Pohlmann und komme aus der strukturschwachen Stadt Neumünster, 80.000 Einwohner in Schleswig-Holstein, leite da den Fachdienst Soziale Hilfen, dazu gehört auch das Seniorenbüro, mit einem seit 20 Jahren sehr aktiven Seniorenbeirat auf der einen Seite, auf der anderen Seite einer Stadtvertretung, wo der Fraktionsvorsitzende der SPD 67 ist, der Fraktionsvorsitzende der CDU ist 68 und der Vorsitzende der Grünen wird nächstes Jahr 65. Haben Sie untersucht, ob Alter bei Entscheidungsträgern Einfluss hat? Mein persönlicher Eindruck ist, dass die Entscheidungsträger in Kommunen, in Landkreisen noch ausgeprägter, aber auch in Städten durch und durch älter werden und sehr viele das Alter haben, dass sie auch in einem Seniorenbeirat aktiv werden könnten. Ich möchte Seniorenbeiräte hier in diesem Kreis nicht in Frage stellen, aber mit der Leiterin unseres Seniorenbüros habe ich ab und an schon mal die Diskussion, welche Aufgabe hat unser Seniorenbeirat, was tut er, was könnte er noch tun, wo er einmal im Monat zusammenkommt. Also die Frage, haben Sie es untersucht, ob Alter Einfluss hat auf Entscheidungen in Kommunalparlamenten? Das ist eine gefährliche Frage, die Sie jetzt stellen. Haben wir nicht untersucht, nein, wüsste ich jetzt auch. Keine spontane Antwort. Aber ich würde gerne wissen, wie Sie das ein. Wenn Sie sowas fragen, haben Sie doch eine Vermutung. Ja. Nur mal Mut bei, dabei. Also, das ist eine Vermutung, die habe ich, habe ich kundgetan, weil ich selber auch dazu gehöre. Der Anteil älterer Kommunalpolitiker wird mehr. Ja, sind die entscheidungsfreudig? Mir ist aber nicht klar. Sind die entscheidungsfreudig oder nicht? Bitte? Sind die entscheidungsfreudig oder eher die nicht? Die sind entscheidungsfreudig, aber ich bin mir nicht im Klaren darüber, ob sie auch die Belange älterer genauso gut vertreten, wie es ein Seniorenbeirat tut. Okay, das lassen wir so stehen. Dieses Lächeln müssen wir aufnehmen. Ich glaube, es bezieht sich darauf. Können wir das Mikrofon? Ja. Ja, mein Name ist Nicole Brach-Bendt. Ich komme gar nicht weit weg von hier, aus Buchholz in der Nordheide. Eine Kommune mit 40.000 Einwohnern. Dort bin ich Kommunalpolitikerin und ich bin auch Vorsitzende der Liberalen Senioren Niedersachsen. Ich werde immer gefragt, warum ich in meinem Lebensalter mit Mitte 50 schon bei den Senioren aktiv bin. Dann sage ich immer, ich möchte meine Zukunft mitgestalten und da muss ich frühzeitig anfangen. Aber ich wollte mal darauf eingehen, was der Herr eben sagte. Meine Fraktionskollegen aus der FDP sind beide 78. Aber sie fühlen sich nicht alt. Also für die Belange der Älteren sich einzusetzen, sehen sie keine Veranlassung. Und ich möchte auch. Vielleicht liegt das in der FDP. Und ich möchte auf meinen Bürgermeister auch eingehen. Den habe ich vor 2 Monaten schon die Einladung für die heutige Veranstaltung zugesteckt und ihn auch aufgefordert, hier teilzunehmen oder die Seniorenbeauftragte zu schicken oder aus den Fachbereichen. Und das ist nicht geschehen. Es ist niemand hier. Und wir haben eine Seniorenbeauftragte, ein Seniorenbeirat wird von Seiten der Verwaltung verweigert. Wir haben vor kurzem einen Antrag gestellt für einen Demografiebeauftragten und nicht nur in dem Fachbereich Soziales, das ist nämlich das Falsche, sondern fachübergreifend. Und das hat die Verwaltung blockiert. Und deswegen, es fängt in den Köpfen an, dass man sagt, man muss die Potenziale nutzen und nicht sagen, da mischt sich jemand ein. Und ich denke wirklich, das Beste ist es, wenn es die Stabsstelle, keine Doppelstrukturen, aber letztendlich bei dem Bürgermeister angesiedelt ist, weil dann kann der runterdelegieren. Und so passiert nichts. Es kann nicht in einem Fachbereich sein, sondern es muss wirklich anders aufgeteilt sein. Und da würde ich vielleicht noch mal eine Empfehlung kriegen, wie ich den Bürgermeister kriege, im Antrag, dass der das auch macht. Wie alt ist Ihr Bürgermeister? Ja, wie kriegt man einen Bürgermeister? Ne? Vielleicht haben wir Erfahrung in den nächsten 1,5 Tagen aus anderen Ländern, die das vielleicht geschafft haben. Apropos andere Länder, Sie wollten eine Frage stellen. Oh, hi, Paul McGann. Can everybody speak English? Oh, yes. Yes, okay. Paul McGarry from Manchester City Council. It's interesting
And I'm being a little bit cheeky because I'm getting in before our session. But it's interesting listening to the debate because many of the issues and arguments about language and so on are very similar to those in a British context. But what I would say in defence of the, or to propose the age-friendly city approach in relationship to other generations, is that broadly speaking, cities and urban areas are designed around the needs and aspirations and desires of younger people and of people of working age. And actually, the Age Friendly City programme is posing the question, as our cities, and many of them, as you've demonstrated, age, what are they going to look like in the future? What can we do now, and what are they going to look like in the future? And obviously, part of that is negotiating between generations. But unless we start talking about cities being good places to age, we're going to be, and you're going to be, struggling. So I think this isn't about being divisive. It's about saying how do we, and I think inclusion and equality is the language that we need to use. And our programme in Manchester is rooted in the equality perspective. And I'll finish there. Verraten Sie nicht zu viel, weil Sie bekommen noch die Gelegenheit, im Workshop hier Näheres zu erfahren. Und ich glaube, naja, Sie haben uns jetzt schon neugierig darauf gemacht. Ich schaue mal auf die Uhr, es ist 1:35. Gibt es noch eine drängende Frage? Habe ich jemanden vergessen? Ist jemand? Der Bürgermeister kriegt das Schlusswort, das finde ich super. Also, Frage nicht, aber ich will mich ja auch outen. Ich habe auch einen Seniorenbeirat verhindert. Einen Jugendbeirat auch. Ja? Und warum? Weil ich diese Separierung für schlecht halte. Wir haben 18-jährige Stadträte und Anfang 20-Jährige sind 10% oder 15%, die im jugendlichen Alter sind. Wir haben aber auch Leute über 70 und das ist richtig. Und wenn ich sage Seniorenbeirat, dann will da schon gar keiner mitmachen, den ich vielleicht erreichen will. Wir haben ein Bürgernetzwerk. Dieses Bürgernetzwerk ist eigeninitiativ gegründet. Das fördern wir und da sind auch junge Leute dabei. Und ich denke, so geht es besser. Zwei Fragen von mir zum Schluss, Herr Klingholz. Wenn man Sie persönlich fragt, ich kenne die Frage auch, ich bin inzwischen 58, wann hörst du eigentlich auf? Womit? Gute Frage. Dann stelle ich sie anders. Wann musst du denn nichts mehr tun? Also, ich kann mir das nicht wirklich vorstellen, jetzt von einem auf den Tag, auf den anderen Tag nichts mehr zu tun, weil ich ja dann gleichzeitig überlegen müsste, ich habe jetzt dann noch eine Lebenserwartung. Wenn man erst mal ein bisschen älter ist, hat man ja dann eine höhere, fernere Lebenserwartung. Was mache ich mit den nächsten 30 Jahren? Und da würde mir schrecklich Angst. Und deswegen würde ich versuchen, doch so lange etwas zu tun, solange ich das kann und solange mir das Spaß macht. Frau Michalik, Sie arbeiten in diesem Bereich. Was sagen Ihre Eltern dazu? Oder reden Sie mit denen darüber? Ich fürchte, ich müsste den Begriff des demografischen Wandels erstmal erläutern. Es ist in der Tat in Alltagsgesprächen kein Thema. Mhm. Aber ich denke schon, dass auch in der jüngeren Generation, wenn Sie jetzt ein bisschen auf diese Altersaspekte anspielen, die Wahrnehmung sich wandelt. Also, dass man sich schon zunehmend dessen bewusst wird, dass das Leben mit dem Renteneintritt nicht vorbei ist und dass man sich versucht, Perspektiven zu überlegen, zu schaffen. Was wird denn dann danach? Was mache ich dann? Wie lange möchte ich arbeiten? Wie möchte ich arbeiten? Zum Glück sind die Lebensentwürfe ganz unterschiedlich. Für mich ist es in der Tat noch relativ lang hin. Aber die Arbeit animiert natürlich, sich darüber Gedanken zu machen. Sie dürfen nicht vergessen, Frau Michalik hat drei kleine Kinder und die Familiengespräche fokussieren sich dann möglicherweise auf eine andere Generation. So mehr dringen wir in das Privatleben nicht ein. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Vielen, vielen Dank.